Die vier Zillertaler Gemeinden Schwendau, Hippach, Ramsau und Heinzenberg sind mit dem Projekt YoungStar gestartet. Dabei wird Jugendlichen ab 13 Jahren eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung geboten. Der Auftakt erfolgte mit der sogenannten Lernfreude. Dabei wird gemeinsam gelernt, aber auch Hausübungen erledigt. Als nächster Schritt wurde der Aufbau einer Sommerbörse in Angriff genommen, bei der Jugendliche insbesondere in soziale Einrichtungen hineinschnuppern sollen. Die Bürgermeister Franz Hauser und Gerhard Hunsbichler sind sehr zufrieden mit dem Projektstart. Ja, zum Thema YoungStars. Die Gemeinden Hippach, Ramsau, Schwendau und Heinzenberg haben ja zusammengeschlossen in der neuen Mittelschule und wir haben dieses Projekt jetzt einfach gestartet mit der Lernhilfe. Das ist das erste Projekt und da sollen ja noch mehrere Projekte im Zuge von im sozialen Netzwerk entstehen. Ausgehend tut das natürlich auch bei uns vom Kamin, vom Jugendzentrum und wir hoffen, dass da eigentlich die Jugendlichen, speziell jetzt über den Sommer, eigentlich Unterstützung finden, damit sie da gemeinsam aktive Aktivitäten machen. Wir finden das gut, dass die Genova im Prinzip uns da unterstützt, dass wir uns da einfach eine Hilfe kriegen, dass wir dieses Projekt angehen können. Wir freuen uns drauf und wir erwarten schon, dass die Schüler und die Eltern einfach einen Mehrwert davon haben. Für die Projektbetreuung vor Ort ist die diplomierte Sozialpädagogin Marion Kogler zuständig. Sie ist erste Ansprechpartnerin für Jugendliche und Eltern. Zum Auftakt des Projekts organisierte sie einen gemeinsamen Kennenlernnachmittag. Natürlich sind dabei auch Spaß und Spiel nicht zu kurz gekommen. Bei uns im Zillertal sind wir mit YoungStar gestartet. Die Anlaufstelle ist bei mir in der Bücherei Schwendau. Und in der ersten Woche haben sich gleich 12 Jugendliche gemeldet, die motiviert mit der Lernfreude und der Sommerjobbörse in das Projekt gestartet sind. Die YoungStar-Jugendlichen bringen Freude und Abwechslung in den Alltag von Senioren, helfen den Jüngeren bei schulischen Belangen oder beteiligen sich bei verschiedensten anderen Aktivitäten der Gemeinden. YoungStar wird von Christiane Meyer von der Gemnova, dem Unternehmen der Tiroler Gemeinden, organisiert und begleitet. YoungStar ist ein Gemeinwohlprojekt der Gemnova, ist ein Projekt für Jugendliche ab 13 Jahren. Die Jugendlichen können sich sinnvoll betätigen, das heißt, sie sind für die Gemeinde unterwegs, das heißt bei Veranstaltungen, bei der Lernfreude, in einem Seniorenheim, bei der Computeria. Und dafür bekommen die Jugendlichen eine kleine Wertschätzung in Form hier im Zillertal eines Zillertalers. Er hat einen Wert von 3 € pro Stunde und den können sie regional eintauschen. Das heißt, somit bleibt der soziale Mehrwert in der Region. Hallo, ich danke Ihnen. Hallo. Wie oft bist du gewesen? Zweimal. Danke. Hallo, wie ist denn? Ja. Ja, zweimal mit Zillertaler, jawohl, danke. Hier ist ein Carbon. Danke, viel Spaß. Ciao. Mein erster Job bei YoungStar, wo Flyer verteilen. Da haben wir zuerst eine Flyerliste gemacht und oft haben wir in die Geschäfte gegangen und haben die verteilt. Mir macht auch noch die Lernfreude Spaß. Da tut man mit kleineren Kindern lernen und das gefällt mir einfach. Ich bin auch bei der Sommerjobbörse, also ich war jetzt zweimal in den Kindergarten und da mit den Kindern spielen, das hat mir